Zehn Dinge, die viele gerne vor ihrer Thailand-Reise gewusst hätten. Darum geht es in dem heutigen Video. Es wird spannend, also bleibt dran. Thailand ist definitiv eins meiner Lieblingsländer, wenn nicht das Lieblingsland überhaupt. Aber trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, wenn ich damals ein paar Dinge vorher gewusst hätte, wie was läuft und wo man etwas findet, wie man etwas machen muss. Und das erzähle ich euch heute. Ja, ich beziehe mich heute in dem Video natürlich auf Deutschland, aber von der Schweiz her oder von Österreich her wird das ähnlich sein. Als erstes das Visum. Also, wenn man hierher kommt, braucht man definitiv kein Visum im Vorhinein. Also man muss kein Visum beantragen, sondern man reist einfach hierher und bekommt dann direkt am Flughafen in Bangkok hier ein Visum in seinen Reisepass eingestempelt. Dieses Visum ist in der Regel 30 Tage gültig. Wenn die 30 Tage abgelaufen ist, kann man dieses Visum nochmal 30 Tage verlängern, indem man einfach zur Einwanderungsbehörde geht. Das heißt hier, das ist die Immigration hier. Und dann kriegt man nochmal 30 Tage eingestempelt in seinen Reisepass. Es soll jetzt bei der Einreise auf 60 Tage erhöht werden, aber ich denke, so weit sind die noch nicht. Das wird wohl noch ein paar Wochen dauern. Vereinzelt wird das schon gemacht, aber es ist leider noch nicht die Regel. In Thailand rechnet man mit drei Jahreszeiten. Und zwar ist das einmal die Sommerzeit, März bis zum Mai geht, dann die Regenzeit zwischen Juni und Oktober und die Trockenzeit zwischen November und Februar eines Jahres. Die meisten Besucher kommen in der Jahreszeit zwischen Oktober und ja, Februar oder März des darauffolgenden Jahres. Das ist hier eigentlich auch mit so die Hauptsaison. Aber wenn man in der Regensaison kommt, zwischen Juni und ja, so September, Anfang Oktober, dann sind die Preise hier gerade in den Hotels auch wirklich anders und man kann da eine Menge Geld bei sparen. Ja, in der Zeit kann man so zwischen 20% und 40% an den Hotelpreisen sparen, weil dann eben hier keine Hauptsaison ist. Und da bieten sich natürlich so Portale an, wie zum Beispiel Agoda oder zum Beispiel Booking.com. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn man zu dieser Jahreszeit kommt, dass das eben nicht alles so voll ist oder überlaufen ist mit vielen, vielen Touristen. Wie gesagt, es ist dann keine Hauptsaison hier und dann ist wirklich alles ein bisschen entspannter. Es regnet natürlich auch öfters hier in dieser Jahreszeit dann, aber es regnet natürlich auch viel nachts. Und zu natürlich auch am Tag, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass es durchgängig nur regnet und es ist nur schlechtes Wetter. Also das ist auch nicht der Fall. Eigentlich eine relativ schöne Jahreszeit hier in Thailand. Der nächste Punkt ist hier natürlich, ein Fahrzeug zu mieten. Wie bewege ich mich fort? Ne? Bewege ich mich fort mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Taxis oder vielleicht miete ich mir ein Moped oder auch vielleicht ein Auto? Öffentliche Verkehrsmittel hier in Thailand sind wirklich sehr, sehr günstig. Ob man jetzt, sage ich mal, mit einem Bus fährt oder vielleicht sogar mit dem Zug. Zugfahren hier zum Beispiel ist wirklich für einen super, super kleinen Preis zu machen. Das ist also überhaupt kein Problem, um auch wirklich größere Distanzen vielleicht zurückzulegen. Eine weitere Möglichkeit ist, ja, so private Taxis zu benutzen. Dafür gibt es hier auch einige Apps in Thailand, die man sich auf sein Telefon runterladen kann. Im Wesentlichen betrifft das so, ja, Bolt oder Grab, so heißen die hier. Dafür gibt es Apps. Und die sind wirklich relativ günstig, wenn man die mietet. Und in der App kann man auch schon sehen, wann kommt der Fahrer an. Da ist also so eine Karte dabei, also in Echtzeit. Und was kostet mich die Fahrt? Das wird also im Vorhinein angezeigt, sodass man da eben auch keinem ja, Betrug oder Scam eben aufsitzen kann. Nicht so zu empfehlen ist zum Beispiel mit einem Tuk-Tuk zu fahren. Die sind in der Regel sogar meistens noch teurer als ein Taxi. Ich meine, wenn es mal nicht anders geht und eine wirklich kurze Strecke von wenigen Kilometern, kann man das vielleicht mal machen. Aber eine längere Strecke würde ich damit also nicht machen. Und auf jeden Fall sollte man definitiv den Preis im Vorhinein abklären mit dem Fahrer. Was hier natürlich auch viele machen, ist, sich so ein Moped oder einen Roller zu mieten. Ja, das sind so in der Regel 125 Kubik, sehen nicht so aus, sind relativ klein und kompakt, aber da gibt es natürlich einige Sachen zu beachten. Wenn ihr so einen Roller mietet in einer Touristenregion, auf jeden Fall Fotos bei der Übernahme oder sogar ein kurzes Video von diesem Roller oder von diesem Moped zu machen, weil wenn ihr die zurückbringt, das ist nicht selten schon passiert, dass dann eben behauptet wird, oh, hier ist ein Kratzer, da ist ein Kratzer und wir kriegen eben nochmal 3000 Baht von dir, was jetzt so umgerechnet wirklich auch an die 100 Euro geht. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen.
Eine weitere Sache ist bei dieser Rolleranmietung, achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall auch einen Helm mitbekommt. In Thailand gilt nämlich eine Helmpflicht, auch wenn sich hier die Masse vielleicht nicht daran hält. Aber es gilt hier wirklich eine Helmpflicht. Und gerade wenn ihr als Tourist irgendwo unterwegs seid mit dem Moped und habt keinen Helm auf und die Polizei hält euch an, dann kostet das unter Umständen auch wirklich ein paar tausend Baht. Und das muss man nicht wirklich haben. Außerdem geht es dabei natürlich auch um die Sicherheit, ne? Aber die meisten Verleiher, die sagen, ach, so ein Helm oder so, das braucht man nicht, ist überhaupt kein Problem, ihr könnt ohne fahren. Da wäre ich aber trotzdem vorsichtig. Ja, weiterhin bei der Rolleranmietung ist natürlich das Thema Führerschein. Also es reicht hier nicht aus, wenn ihr euren deutschen Führerschein mitbringt oder euren aus Österreich oder der Schweiz. Das reicht hier nicht aus. Also hier benötigt man einen internationalen Führerschein. Den kann man in Deutschland natürlich vorab schon beantragen und ihn dann hier mitbringen. Das kostet nicht wirklich viel Geld. Also so ein internationaler Führerschein, das ist ja so ein kleines Buch, so ein Papierführerschein in Anführungsstrichen. Und kostet in Deutschland beim Amt zwischen 14 und ich glaube 25 Euro. Das kommt auf die Gemeinde drauf an. Und man kann ihn dann am gleichen Tag mitnehmen. Also das ist nicht wirklich ein großes Hindernis. Aber trotzdem gilt auch hier zu beachten, die Führerscheinklasse A1, also für kleine Motorräder oder leichte Motorräder, wie es in Deutschland eben so ist, diese Klasse gibt es hier nicht. Also selbst für einen Roller, der 125 Kubik hat, braucht ihr hier den Führerschein A. Ansonsten fahrt ihr hier ohne Fahrerlaubnis. Das muss man beachten. Und leider interessiert das die meisten Moped-Verleiher oder Motorroller-Verleiher hier nicht. Viele kontrollieren den Führerschein überhaupt nicht, ob ihr überhaupt einen habt oder nicht. Das interessiert die gar nicht. Aber wenn ihr mal einen Unfall habt oder von der Polizei angehalten werdet, dann wird das schnell teuer und ihr kommt vielleicht auch wirklich in richtige Probleme hier. Der nächste Punkt ist natürlich eine SIM-Karte. Entweder ihr kauft euch gleich eine SIM-Karte am Flughafen, wenn ihr in Thailand angekommen seid. Da gibt es also mehrere Stände von den größten Anbietern, die es hier in Thailand gibt. Die größten Anbieter sind AIS, dann gibt es noch True Move oder IDTAG. Das sind so die drei größten Mobilfunkanbieter, die es hier gibt. Die haben auch relativ gute Konditionen und die bieten auch so eine sogenannte Touristen-SIM-Karten an. Die gelten dann eben für eine bestimmte Zeit. Die haben natürlich ein gewisses Kontingent an Freiminuten oder eben auch an freiem Internet, wie viel Gigabyte Internet eben inklusive sind. Und da seid ihr dann natürlich wirklich gut mit bedient mit diesen SIM-Karten und könnt natürlich auch jederzeit hier in Thailand online sein. Als nächstes kann man hier natürlich viele, viele wunderschöne Orte besuchen, sei es jetzt irgendwelche Inseln, die unten im Süden vor Thailand in dem thailändischen Golf liegen oder eben auch auf dem Festland, die Berge rund um Chiang Mai im Norden und damit natürlich auch diese wunderschönen buddhistischen Tempel, die es überall im Lande gibt. Bei den meisten buddhistischen Tempeln, die sich auch so nennen dürfen, ist natürlich der Eintritt frei, so wie in vielen Gotteshäusern oder ja, buddhistischen Häusern. Also es wird dort kein Eintritt verlangt, aber ihr müsst auf jeden Fall auf eure Kleidung achten. Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass die Knie und die Schultern bedeckt sind, wenn man so einen buddhistischen Tempel eben betritt. Da wird also sehr, sehr viel Wert drauf gelegt und bei den meisten Tempeln oder bei sehr vielen großen Tempeln ist es auch so, dass draußen, bevor man in den Tempel geht, eben auch Kleidung zum Mieten angeboten wird, dass man eben ja eine längere Hose anhat oder eben ein längeres Kleid oder einen Rock, dass die Knie bedeckt sind und eben auch die Schultern. Diese Sachen kann man dann kurz bevor man in den Tempel geht auch mieten. Als nächsten Punkt ist natürlich das Essen, was es hier in Thailand gibt. Da kann man sich natürlich auch wirklich relativ günstig verpflegen, was jetzt außerhalb von irgendwelchen Hotels die Verpflegung betrifft. Und da gilt so die Regel, je mehr man nördlich in Thailand sich aufhält, also von Bangkok aus gesehen nach oben Richtung Chiang Mai in die Berge, da ist es eben so, dass die Preise da wirklich weiter sinken und dass es wesentlich günstiger dort ist, sich zu verpflegen, als jetzt zum Beispiel unten im Süden, wo jetzt viel Tourismus ist, ne? Also zum Beispiel Bangkok oder Phuket oder Pattaya und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Da muss man aber trotzdem genau hingucken, an welchen, sage ich mal, Restaurants oder Locations man eben essen geht.
Die Hygienestandards sind hier etwas anders als bei uns in Deutschland oder Österreich, Schweiz. Das muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen ist hier natürlich auch Vorsicht geboten. Ne? Aber das kann man ja vorher auch ein bisschen sehen, wie der Laden eben aussieht oder wie der Foodstand oder das Streetfoodstand eben aussieht. Manchmal ist es hier so, dass eben Fleisch oder Fisch wirklich lange Zeit über mehrere Stunden wirklich einfach so in der Sonne liegt, ohne Kühlung. Und das ist natürlich für uns Europäer brandgefährlich. Und da holt man sich mal ganz schnell eine Lebensmittelvergiftung dabei weg. Und deswegen auf jeden Fall vorher genau prüfen, wie sieht der Stand aus oder wie sieht das Lokal aus? Sieht es einigermaßen sauber aus? Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, sonst kann das ganz schnell schief gehen. So, der nächste Punkt ist so ein kleiner Tipp. Und zwar gibt es hier 7-Eleven. 7-Eleven sind alles so kleine Convenience Stores oder wie man bei uns vielleicht sagen würde, so kleine Tante-Emma-Läden in Anführungsstrichen, die natürlich hochmodern sind und wo es so gut wie alles gibt in diesen Läden. Es sind zwar relativ kleine Läden, aber die sind wirklich gut sortiert und man bekommt da wirklich fast alles. Und diese Läden sind so weit verbreitet, also die gibt es gefühlt alle 2 Kilometer in jeder Stadt, an jeder Ecke, so dass man da eben wirklich günstig einkaufen kann. Und wie gesagt, man bekommt da wirklich fast alles. Übrigens auch SIM-Karten, Haushaltsgegenstände, alles, was man braucht für die Reise oder ja, vielleicht auch, was man nicht braucht. Als nächstes ist die Frage, brauche ich hier einen Adapter für das Stromnetz? Nein, braucht man nicht. Also zumindest nicht, wenn man von Deutschland oder Österreich aus hier elektrische Geräte, Ladekabel etc. irgendwas mit nach Thailand bringt. In der Schweiz, meine ich, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Da müsst ihr euch nochmal genau informieren. So genau weiß ich das nicht, weil die haben auch 3 Pins, die eben aus diesem Stecker herauskommen. In den meisten Fällen wird es funktionieren, aber ich denke, da im einen oder anderen Fall braucht man schon einen Adapter. Aber was Deutschland, Österreich jetzt hier betrifft, da braucht man keinen Adapter. Das funktioniert alles so. Auch Thailand hat eben das gleiche Stromnetz. Sie haben auch 230 Volt und 50 Hertz. Also so, dass es da auch für eure Geräte oder ja, Stecker keine Probleme gibt. Weiterhin, was man hier auch wissen muss, ist, dass man hier auf keinen Fall schlecht über den König sprechen darf. Also am besten, ihr lasst das Thema mit dem König also völlig außen vor, weil da kennen die Thailänder und auch die thailändische Polizei überhaupt keinen Spaß und da kann man auch ganz schnell Ärger bekommen und sogar ins Gefängnis für wandern. Also dieses Thema lasst ihr besser ganz außen vor. Ja, als nächstes noch, wer nach Thailand kommt, möchte vielleicht auch hier Elefanten sehen. Das ist ja eben hier in Thailand auch eine große Attraktion, weil man hier eben auch sehr, sehr nah an diese Elefanten rankommt. Ne? Also man kann teilweise mit den Elefanten in einem Fluss baden, die natürlich anfassen, streicheln und so weiter, füttern, alles, was eben im Prinzip dazugehört. Und diese Sache kann man am besten im Norden von Thailand machen. Rund um Chiang Mai gibt es sehr, sehr viele Elefantenreservoirs. Natürlich gibt es die auch im Süden, ne? Aber die Masse ist hier oben im Norden. Und das ist auch gar nicht mal so teuer. Und das ist eine Sache, die man hier auch wirklich wunderbar machen kann. Ja, das war's schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Lasst auch ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. We'll be right back.